Und hallo und herzlich willkommen zurück. Ich hatte gesagt, hier nach dem Part. Ja, geht auch. Muss alles so zugebaut sein. Ja. Ich gehe jetzt. Gehe ich hin? Da war ein anderer Raum. Muss ich, glaube ich, in die linke Seite. Dort oben haben wir welchen Schlüssel gebraucht? Haben wir da einen Schwertschlüssel gebraucht? Oben links. Unten rechts brauchen wir den Schildschlüssel. Da oben waren wir noch nicht drin. Genau. Nein, das Verschlüssel. Hier. Na? Da oben, wo ich den Gegner gefunden habe, Pause gedrückt habe, umgedreht bin und wieder raus. Ja, ich weiß, dass da hinten noch einer lebt. So. Jetzt können wir uns da umschauen. Was war hier drin? Schlafzimmer. Oh, da hinten liegt was. Cartridges. Schrotflintenmunition. Und hier? Das Feuerzeug. Da lag noch was. Rotes Kraut. Noch nicht. Also ich weiß zumindest, wo ein rotes Kraut ist. An dem Ort, wo ich das Feuerzeug gefunden habe. In dem Raum. Und ich habe nochmal Schrotflintenmunition gefunden. Da Popo. Und da war so ein gutes Kraut. Hast du dich unmuted? Ich war gemutet? Ich war nicht mal gemutet, du Idiot. Okay. Nichts Besonderes. Oh. Sieht aus, als hätte hier schon mal jemand gesucht. Das scheint ein Schalter zu sein. Möchten Sie darauf drücken? Ja, das ist. Also kurz nach Joe. Ich habe den Tank geleert. Schön. Ist das Munition? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Wieso tust du das nächste Becken anschauen? Was ist das? Farbband. Jetzt geht das Becken anschauen. Da ist irgendwas etwas auf der Rückseite des Regals. Ja, ach, deswegen habe ich es ja weggeschoben. Wahrscheinlich in die komplett falsche Richtung. Ach. Was denn? Ich hätte zuerst das Aquarium wegschieben sollen. Mhm. Und dann das Regal.
Ich das glücklich? Ja. Ein Hoch auf den Typen, der alles wieder zurückschiebt, wenn man den Raum verlässt. Der muss ganz schön viel Arbeit haben. Der aber auch die Sprungkanten weiß anmalt. Oder gelb, oder rosa, oder schwarz, je nachdem welches Game. Oder die fucking Skyrim anzündet. Oder den ganzen Gegner neu platziert und das ganze Blut wegwischt. Genau. Wusstest du eigentlich, dass auf der PS1 war es, glaube ich, in Japan? Yay! Ein Game gibt, wo man den Dungeon-Putzer spielt. Ja. Auf der PS1 war das Game. Wo die komplette Blut wegwischt, alle Gegner neu platzierst und so weiter. Also hier drin gibt es nichts mehr. Außer wahrscheinlich noch ein Ding auf Zettel. Vermächtnis des Forschers. Gleich hervor! Meine liebe Alma. Weg. Die Tatsache, dass du diesen Brief erhalten hast, bedeutet für mich Alma. Freude und Trauer gleichermaßen. Ich Evil konnte mit zwei. Dir nicht einmal. Was ist denn Evil 2? Evil von 2. Die Geische Tushi. Amifa. Nee, die ist auch Alma. Die ist nicht Alma. Ich konnte mit dir nicht einmal reden wegen diesem Kerl mit der Sonnenbrille. Reska. Alma, bewahre die Ruhe und lies weiter. Ich glaube, ich habe dir bereits erzählt, dass ich einen Job im Labor eines pharmazeutischen Firma, Anima, genau, angenommen habe. Alma war die von 4. Sie haben mich abgeworben. Okay, im letzten Monat gab es im Labor einen Unfall und der Virus, den wir gerade untersuchten, konnte uns entweichen. Alle meine Kollegen, die mit dem Virus infiziert wurden, sind jetzt tot. Um es richtig auszudrücken, aus ihnen wurden lebende Tote. Sie wandern immer noch herum, einige von ihnen klopfen gerade jetzt ganz verzweifelt an meine Tür. Doch in ihren Augen ist kein Zeichen von Intelligenz mehr zu erkennen. Dieser verfluchte Virus saugt jegliche Menschlichkeit aus unseren Gehirnen. Liebe, Spaß, Trauer, Angst, Humor. Für immer und ewig. Was soll ich denn und Alma, selbst die Erinnerung an die Tage, die ich mit dir verbracht habe. Ja, ich bin infiziert. Ich habe alles getan, was ich tun konnte, aber ich konnte das Fortschreiten nur um einige wenige Tage verzögern. Was mich am meisten schockiert hat, ist, dass ich im Laufe der Zeit mehr und mehr von dir vergesse. Deshalb habe ich einen friedlichen Tod gewählt. Anstatt, dass ich zum lebenden Toten werde, in nur einer Stunde werde ich meinen ewigen Schlaf antreten. Ich hoffe inständig, dass du meine Entscheidung verstehen kannst. Leb wohl und für immer dein Martin Crockhorn. Crockhorn. Ist das der Typ, von dem wir den Schrank abgeknallt haben? Was? Ist das vielleicht der, der uns aus dem Schrank heraus angegriffen hat? Nein. Sicher? Ja. Warum? Im Remake ist es doch der Gang? Nee. Aber da hing, glaube ich, jemand dann. Oder hat sich erschossen. Mit der Flaregun. Beides. Nein. Es waren zwei Leute. So. Ich habe das Feuerzeug und das Inkripten. Soll ich speichern gehen? Schau ich mal den Raum erstmal. Ich würde sagen, speichern tun wir dann, wenn wir zu. Dort oben brauchen wir den Helmschlüssel. Okay. Ja, dann geh zurück in die Haupthalle zu speichern und geh dann. Obwohl, hier geht es zum Schlangenraum. Auf dem Weg dann kommst du ja an deinen Safe Room vorbei, oder? Nein, komme ich nicht. Indirekt schon. Ja, dann muss ich aber die Treppe runterlaufen. Ist doch egal. Hier kannst du ja keine Tür schrotten. Warum? Ich muss keine Tür schrotten, ich muss einfach hier die Treppe runterlaufen. Interessant, dass sie es in Remake so gemacht haben, dass die Tür da unten nur dreimal benutzt werden kann. Ja, und dann kommt Barry und repariert sie bei Jill. Und dann ist sie beim nächsten wieder kaputt. Nein. Ja, stimmt. Das ist trotzdem interessant, oder? Der Bill hat dann alle Türen repariert, die wir kaputt gemacht haben. Also ich. Die du gemacht hast. Vorhin wie? Hat sie mit seiner Macht nur aufgeknallt, oder was? Warum jetzt ja repariert? Damit können sie du ihren Fortschritt mal speichern. Warum? Sortieren. Ich hab doch nur Farbbänder, die dann raus müssen. Achso. Hilfe, Speicherkarte in. Da Robin, warum nicht im? Oder S? Oder P? Oder Q?
wie wir immer wieder zu diesem Raum kommen zum Speichern. Es sind nur drei Räume, wo wir speichern können. Du gehst mal zu dem, ich geh mal zu dem anderen. Da ist ein Magazin drin? Ich hab's reingetan wegen Platz. Tu nix rein, Platz. Ja, ich schau doch nur. Jetzt müssen wir eigentlich eh bald alle Zombies vernichtet haben. Ja. Und dann werden sie gerestockt. Wir laufen ja momentan ziemlich safe hier durch. Wohl auch Zeit, oder? Ja. Dafür haben wir keine Heilung mehr. Also wir wissen, wo wir ein rotes Kraut finden. Und wovon ist dazu gehörige grüne Kraut? Oder blaue Kraut? Das blaue Kraut werden wir wahrscheinlich erst finden, wenn wir nach den Wappen sind. Oh Gott, wie heißt dieser Schlange eigentlich nochmal? Das muss ich jetzt nachschauen. Nicht Diebe, sondern Evil. Zwiebel. Schon lange. I'm the President Zwiebel. Und ihr seid alle meine Ringe. Der Herr des Zwiebelrings. Was? 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 Wo? Warum? Wie? Da. Eine Kerze, eine Kerze. Komischerweise muss ich immer Sachen aus meinem Inventar benutzen. Und du nie. Das ist schon echt gemein, oder? Ja, schieb die Scheiße rum. Das war ja auch abwissig, Basti. Was? Dass du mal das Inventar benutzen musst. Sag mal. Oh, noch mehr Schrotflintenmunition. Jetzt war es in Raum 20 eine Riesenschlange auf euch. Nicht einfach, geht lieber vorher zum Speicherraum. Da steht nicht der Name, aber ich kann ja den Trophys nachgucken. Basti, was sind Trophäen? Was war da drin? Schrotflintenmunition. Achso. Wir können jetzt, wenn Hast wir gut spielen... Hast du es nicht gerade eben sogar gesagt? Was? Hast du es nicht gerade eben sogar gesagt? Ja. Was sollst du sagen mit rumspielen? Was? Wenn wir gut spielen, so. Können wir sogar 24 Zombies töten. Warum 4? Achso. 30 Zombies sogar. Und 30 Schrotflintenschüsse. Wir haben erst 1, dann 0 gemacht? Was 1? Ah ne, es ist ja bei dir die Trophäe, weil du... auf deinem Spielplan gezockt haben. Ja. Schon. Guck mal bei dir. Du bist online? Ja. Und nicht mal in einem Game drin? In welchem Game soll ich drin sein? Conan oder was? Ich dachte, das hier wäre auf der PlayStation 4 online. Dein Fernseher ist schief. Dein fucking Ernst? Was denn? Weil es gerade so random kam oder warum? Was haben wir da oben gehabt? Da war nur die Munition und der kleine Schlüssel. Da oben links. Welchen Schlüssel brauchen wir da? Oben Helm? Braucht man das Passwort. Helm? Brauchte man da den Helmschlüssel? Wir brauchen doch so einen Helmschlüssel. Ja, aber wir haben noch den Schwertschlüssel. Ja, Schwertschlüssel, das war... Da unten brauchen wir den. Warte, Schwert. War es nicht sogar in einem von den Räumen da rechts? Nein. Sicher? Ja. Dann haben wir vielleicht die Tür dafür noch nicht gefunden. Ich gehe jetzt mal zu einer Tür, die noch verschlossen ist. Okay. Und dann? Und dann mal schauen, ob es Schwerttür ist oder okay. Helmtür. Oder Schildtür. Obwohl die Schildtür wahrscheinlich wirklich nur eine gibt. Welchen Schlüssel brauchte man da?
beim Musikraum. Was? Ach, da war der komplett versperrte ja. Gut, also kann ich den Raum eh abhaken. Ja. Dann bleibt eh nur noch das Links. Jorn hieß die Schlange. Jorn? Also, so wie, Jorn. Dorn. Braun. So. Porn. Jorn. Geh. Warum mit dir? Mach ich G.O. G-Portal. Ich hab grad schon wieder aktualisiert. Das Schild brauchen wir auch noch. Für irgendwas. Ja, kannst du mal mitnehmen. Und dann in deinem Inventarbuch schmeißen. Aber nicht legen. Schmeißen, das ist ganz wichtig. Du musst mal untersuchen, sich als halber. Wahrscheinlich bräuchte es jetzt eh, wo wir hingehen. Wo bist du denn hin? Da links. Okay, warum? Achso, da war Helmschluss. Nee, gehst du durch die zur Tür in den nächsten Gang? Keine Ahnung. Also die jetzt rechts ist? Ja. Die ist von innen verschlossen. Die ist von innen verschlossen. Ja. Das heißt, wir haben noch da, da, da und da. Was? Der Musikraum ist ja auch noch. Welcher Musikraum? Ich hab's mehrfach angeklickt gehabt, es kam nie irgendeine Meldung. Okay, jetzt haben wir wieder wenigstens ein Slot. Es kam nie Meldung, wenn ich es angeklickt habe. Willst du mich verarschen? Alter. Fick dich. Musik kommen, sag ich doch. Fick dich in deinen Uterus. So, was haben wir da? Spiel die Mondscheinsonate. Das ist ein auffälliges Bild, das man nicht ansprechen kann. Ein großes Konzertflügel. Ein großes, nicht großer. Wegschieben. Mondscheinsonate. Möchten Sie diesen Noten? Mist, ich hab schon wieder eine 6. Ich hab nur 5 minus. Chris kann leider keine Noten legen. Rebecca! It's me, Chris. Hallo! Warte, sie kann doch auch kein Klavier spielen. Das muss doch Billy machen, oder nicht? Nicht schön. Aber ich glaube, sie kann Noten lesen, aber nicht spielen. It's the Moonlight Sonata. Stimmt, sie kann nicht spielen. Can you play? Nein. Warum ist eigentlich immer diese Mondscheinsonate dieses wichtige Melodiestück? Warum war es dann im Nuller so, dass Billy das machen muss, weil sie nicht spielen kann? Vielleicht hat sie es da gelernt. Stimmt. Gespackt bis vor. Din, din, din. Ja. Wait, what is that? My interpretation is off a little. Sie kann auch nicht spielen. Chris, may I practice for a while? See? Just relax and play. All right. Dein fucking Ernst? Darf ich mit dir kommen? Darf ich hier bleiben? Das ist irgendwie Trolling.
Fall erstmal in den Raum wieder rein. Aber ich denke, wir hätten hier von Anfang an schon reingehen können. Ja, vor allem, wir haben ja gerade nichts mehr zu tun. Uns fehlt nur noch dieses Mondwappen. Ja. Oh, das ist schön, Abkühlung. Hast du geübt? Das Ding schon besser. Das war ja eigentlich nur die letzte Note, die schief war. Ist denn hinten da immer noch irgendwas? Noch irgendwas? Nein. Warte mal einfach mal, bis sie es durch hat. Sie fängt wieder von vorne an. Das ist so gemein. Es gibt sogar noch einen Punkt, wo wir weitergehen könnten, wo es vielleicht noch was gibt. Aber wir haben keinen Schlüssel mehr. Doch. Also kein Schlüssel. Aber es gab doch diesen einen Weg da draußen, da oben rechts. Ich weiß, welchen du meinst, da wo ich immer wieder sofort aussagen bin. Genau. Stimmt. Was war denn da nochmal? Da war Chemikalie, glaube ich. Was war da? Was heißt das von innen verriegelt? Was war denn da nochmal? Da war. Im Remake waren da Kräuter und Chemikalie. Ja, die Chemikalie haben wir ja schon. Nein, es gab zwei Chemikalien, glaube ich. Nein, nicht Chemikalie, sondern halt für... Die rote Flüssigkeit. Was? Rote oder grüne Flüssigkeit, oder? Nein. Die Flüssigkeiten, die waren nur bei 0. Stimmt. Rebecca verwirrt mich so. Benzin. Ah, ja. Oben. Ich war im unteren Stockwerk. Achso. Und der Garten ist unten. Ach ja. Lustigerweise. Ich muss geht doch nur an die. An den Hundis vorbei. Stimmt. Sie. Ja, sie. Huh, sie. Puh, puh, puh. Aber wenn ich sie umgebracht habe, dann haben wir wenigstens wieder zwei Kisten. Warum? Ich bin dagegen gelaufen, also so. Also, du, an den Hundis kannst du sehr leicht vorbei, dann hast du. Ja, aber da sind ja noch ein paar Kisten zum Verschieben. Ein paar Regale. Hi. Der ist schon mal vorne weg vor der Tür. Das sind vier Schüsse für so einen scheiß Köter. Okay. Der andere ist weiter auf der anderen Seite von dem Raum. Ja, ich glaube, der rennt gerade gegen eine Mauer. Das ist ja lustig. Lieber jetzt schon mal nachladen. Ups. Dass Chris so fett sein muss, oder? Okay. Es sind ja nur zwei Hunde raus. Ja. Pistolenmunition. Ja. Und du bist wieder voll. Schalalalala. Schalalalala. Das ist die Tür. Das ist ein grünes Grat. Echt jetzt? Wir waren so oft in dem Raum. Ich hab's nie wahrgenommen, oder was? Naja, anscheinend nicht. Und du bist voll. Aber ist es nicht in der Nähe in... Ja. ...der Safe Room? Ja, wenn ich da durchgerannt bin. Ja, schauen wir erstmal, was da ist. Töten wir die Hundis. Mit einer normalen Pistole. Dann nochmal eine Pistole. Wir stehen eh nur draußen erstmal. Mhm. Ich springe da drüber. Lass einfach, Basti. Lass einfach.
Also er springt irgendwann rüber. Und du kannst ihn so nicht treffen. Ich bin leicht verwirrt. Ich merk's. So wie der. Ich finde so dieses random. Ein rostiger. Oh, grünes Kraut. Das hast du gesagt, der Kreuzer sonst. Oh, grünes Kraut. Alter, hier ist eine Heilstation. Wir brauchen Platz. Ich find's so dämlich, dass das random ist, wie viele Schüsse man für einen Gegner braucht. Ja gut, aber ich glaube bei den Hunden ist es so, je nachdem. Ja, ich muss mal weg. Ja? Weg. Warte. Aus! Ja, der Shotgun macht übrigens auf niedriger Entfernung mehr Schaden. Ja, meine ich ja. Und wer hat doch mal gesagt, wenn wir gut spielen, können wir viel Gegner töten? Ich habe gesagt, wir können 24 Zombies töten. Keine Hunde! Und trotzdem schießt er bei den Zombies gerade einiges. Durch die Tür. Nee, da, nein, nein, das ist Klo. Ja, die Frage war gerade. Haben wir den Schlüssel schon geholt? Lass mich gerade verarschen. Einfach mal aufpassen. Anstatt hier Metroid zu zocken. Es gibt schon Neues auf Fruitube. Fruitube? Ja. Hey, wir haben ultra viel Heilung jetzt. Mhm. Chits. Skyrim. Man kann Skyrim in 10 Minuten, 19 Sekunden durchzocken? Ja. Wie denn das? Durch einen Glitch. Hast du eigentlich jemals eine Queen of Time Glitch genutzt, dass du als Jungling nach Goma zu Ganon kannst? Nö. Die besten für die Filme. Free to play. Wie kostenlos ist kostenlos? Sollen wir die Wappen schon mal einsetzen? Na. Da müssen wir nicht auf einmal 4 Wappen mitnehmen. Geht erstmal die scheiß Kreuzer holen. Okay. Das rote Gefahrensymbol hat mich überzeugt. Denn das war im Kürzer gerade fast krepiert. Ich glaube, hätte der Hund mich dann am Ende noch erwischt, dann wäre ich wahrscheinlich wirklich krepiert. Sei froh, dass du nicht so wie in Resident Evil 2 nach dem beim kürzeren Gesundheit nur noch rumpelst. Ja. Top 10 Meta Digimon. Meta Digimon. Ips. Oder Ultra Digimon von mir. Im HD Remake sind hier auch Fenster, ne? Aha. Ich gebe dann nämlich 2 Räume, wo Zombies durchspringen. 7 Final Fantasy 7 Fakten. Mit einem grünen Kraut auf okay? Ja, aber orange ist okay, oder? Wahrscheinlich gelb ist okay. Was? Ja, ja. Gelb ist. Das weiß ich schon genau. Resident Evil 2 Remake. Was? Was? Wann war der 11. Vor 2 Tagen, oder? Heute haben wir den 13. Also ja. Neueste Gerüchte besagen, dass Resident Evil 2 wieder am 22. März 19. April 2019 erscheinen könnte.
Am Weinzer ist ein Unternehmen, die größere Titel auf den Markt bringen. Es wird gemunkelt, dass es sich um Devil May Cry handelt und beim anderen um das Wiedersehen mit Leonis Kennedy und Clara Tweet in Raccoon City. Interessant. Übrigens eine Zeitung. Ja, ich hab's gehört. Sammeln nur noch die Kräuter ein. Wir haben sogar so viel Kraut, ja, dass wir sogar noch das rote Kraut holen können. Warum machst du nicht einen Dreifach grün? Hä? Warum hast du nicht einen Dreifach grün gemacht? Weil ich dann kein Kraut mehr hatte für hätte, um das rote zu mixen. Aha. Du hast ja noch in den einen Raum dein grünes Kraut. Hä? Nein, das habe ich schon eingenommen. Achso. Fan-Creation in Resident Evil 2 in Ragnarok 5. Also bis zum nächsten Part. Zus. Mit einem vollen Inventar. Zus. Viel Heilung. Ciao. Ciao. So.